Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Videoprojektes Hangabsicherung mit Gabionen, Einbau einer Bewässerungsanlage und Anlage des neuen Hanges. Im ersten Teil dieses Videoprojektes habe ich euch bereits gezeigt, wie ich meine Bewässerungsanlage vorbereitet habe. Der Verteiler wurde zusammengebaut, die Box in die Erde eingebracht und der Tropfschlauch wurde bereits angeschlossen. Heute werde ich den Tropfschlauch entlang der Pflanzen auslegen, das Ganze mit einem Unkrautschutzvlies schützen und spezielle Wabenplatten ausbringen, die diesen Hang bei Starkregen vor dem Abrutschen schützen sollen. Wenn ihr wissen wollt, wie ich dabei vorgehe, bleibt dran, gleich geht's los. Dieser kleine Hang wurde bei starken Regenfällen immer abgetragen. Aus diesem Grund habe ich eine Gabionenwand ober- und unterhalb installiert, um den Hang abzufangen. Die Pflanzen wurden neu angerichtet und sollen zukünftig über einen Tropfschlauch bewässert werden. Wasseranschluss, Elektroleerrohr, Verteiler und dergleichen ist bereits alles fertig installiert worden. Das Video hierzu findet ihr unten in der Beschreibung oder klickt rechts oben auf den Infobutton. Die verbauten Teile setze ich zusätzlich wieder unten in die Beschreibung ein, so dass ihr das Ganze problemlos nachbauen könnt. Heute soll der Tropfschlauch installiert werden. Ich habe mich für ein Modell von Rainbird entschieden. Wie ihr sehen könnt, verfügt der Tropfschlauch alle 30 cm über ein kleines Loch, aus welchem das Wasser dann herausperlt. Bei diesem Schlauch ist das Besondere, dass in diesem Loch nochmal eine Metallplatte eingearbeitet ist, im Speziellen eine Kupferplatte. Diese soll verhindern, dass Wurzelwerk aus den Pflanzen in den Schlauch hineinwächst und diesen dann im Laufe der Zeit verstopft. Der von mir verwendete Tropfschlauch hat eine Länge von 25 Metern, ist zwischen den Löchern frei kürzbar und damit ich diesen besser verarbeiten kann, habe ich ihn vor einigen Tagen bereits in der Sonne ausgelegt, um ihn weich und flexibel zu bekommen. Die Wasserversorgung erfolgt über meinen Verteiler, den ich selber zusammengebaut habe mit den Bauteilen von Rainbird bzw. dem Magnetventil von Hunter. Die Steuerung selber übernimmt dann anschließend mein Bewässerungscomputer, der das Ganze dann bei Bedarf bewässert. Die Verlegung des Schlauchs erfolgt in drei Reihen. Oberhalb, mittig und unterhalb dieser Pflanzenreihe. Hierzu werde ich den Schlauch nun erst einmal hier einfädeln und anschließend fixieren. Für die Verlegung von engen Kurven bieten sich solche Winkelstücken an. Diese werden in den Tropfschlauch einfach eingefügt und ihr könnt enge Kurven problemlos verlegen. Ich persönlich versuche solche Schwachstellen, die diese Winkel ja dennoch bieten, zu vermeiden und verlege stattdessen großzügigere Bögen, ohne dass der Schlauch dabei geknickt wird. Über dem Tropfschlauch werde ich ein Unkrautschutzvlies verlegen, welches zusätzlich besperrt wird. Damit der Schlauch aber zunächst seine Position behält, werde ich hier Erdanker einschlagen, um das Ganze zu fixieren. Damit das Wasser sich im Tropfschlauch gleichmäßig verteilt und am Ende genauso viel heraustropft wie am Anfang, werde ich das Ganze als Ring verlegen. Das bedeutet, an einigen Stellen muss der Schlauch tatsächlich aufgeschnitten werden und über ein T-Stück abgezweigt werden. Mit einem Cuttermesser kann ich den Tropfschlauch zwischen den Tropflöchern an jeder Stelle durchtrennen und das T-Stück einfügen.
Um den Schlauch abzudichten, habt ihr mehrere Möglichkeiten. Die einfachste und kostengünstigste Variante ist es, den Schlauch einfach abzuknicken und mit einem Kabelbinder zu fixieren. Das Ganze ist dicht und hält. Alternativ könnt ihr natürlich auch diese Stopfen verwenden und diese einfach in die Enden hineinstecken. Ebenso ist es möglich, die zugehörigen Systeme zu nutzen. Das werde ich in dem Fall tun. Ein Überwurfring, der Adapter anschließend kommt dieses Endstück und das Ganze wird einfach nur verschraubt. Fertig. Während der Arbeiten habe ich mich nun doch dazu entschieden, jeweils oberhalb und unterhalb der beiden Pflanzenreihen eine Tropfschlauchreihe zu legen, so dass es nun doch insgesamt 4 Stück geworden sind. Den Tropfschlauch habe ich in der Nähe der Pflanzen fixiert, so dass das Wasser in unmittelbarer Nähe heraustropfen kann. Nun ist es an der Zeit, das Ganze zu testen und gegebenenfalls den Schlauch nachzujustieren, um die Tropflöcher ideal zu platzieren. Nachdem die Luft aus den Leitungen und dem Tropfschlauch herausgepresst worden ist, kann man die Position der Tropflöcher sehr gut erkennen. Ich werde den Schlauch nun noch nachjustieren, um die Löcher optimal an den Pflanzen zu positionieren. Anschließend kann das Unkrautschutzvlies aufgebracht werden. Im Gegensatz zum Perlschlauch an meiner Hecke verzichte ich an diesem Tropfschlauch auf einen Druckminderer. Der Schlauch selber hält Drücke über 4 bar aus. Und mein Ventil besitzt einen eigenen Durchflussregulierer. Aufpassen müsst ihr lediglich an diesen Verbinderfitting. Wenn die nicht richtig halten, dann reißt das Ganze auf. Ich habe die Durchflussmenge an meinem Magnetventil auf ein Minimum reduziert und die Anlage läuft jetzt gute 5 Minuten ohne irgendwelche Probleme. Ich werde das Ganze jetzt weitere 30 Minuten stehen lassen mit dem Druck auf der Leitung, um zu sehen, ob alle Fittinge halten, ob alle Verbindungen dicht sind. Anschließend kann ich dann das Unkrautvlies aufbringen. Beim Unkrautvlies habe ich mich für ein Material mit 150 Gramm pro Quadratmeter entschieden. Das Ganze kommt auf der metrischen Rolle auf 50 Meter Länge zu insgesamt 50 Quadratmeter. Dieses werde ich nun erst im unteren Bereich auslegen und anschließend vom oberen Bereich aus überlappen. Zweimal 6 Meter an Unkrautvlies habe ich ausgebracht. Die Pflanzen wurden ausgespart und das Ganze mit Stein befestigt, um zu verhindern, dass der Wind es wegweht. Nun kommen die Waben. Die Waben sind im Endlosverbund geliefert worden, müssen jetzt zunächst zugeschnitten werden und dann ebenfalls über die Pflanzen hinweg auf dieser Fläche ausgelegt werden. Da mein Hang bereits bepflanzt ist, kann ich das Wabengitter nicht auf der Ebene ausbringen. Ich habe es daher zuvor auf meiner Wiese ausgespannt, zeichne nun die Position der Pflanzen an und schneide diese vorab aus. Anschließend wird das Vlies dann auf dem Hang aufgebracht. Die Wabenplatten wurden zwischen den Pflanzen ausgebracht. Mit den Erdankern konnte ich das Ganze fixieren und Stück für Stück wird der Kies bereits eingefüllt, um für die nötige Stabilisierung zu sorgen. Die ersten 3 Wabengitter sind eingebracht. Insgesamt
Knapp 200 Liter an Kies wurden bereits in die Waben geschüttet. Ich muss gestehen, dass ich anfangs etwas skeptisch war, ob das Ganze wirklich funktioniert. Mittlerweile bin ich doch sehr angetan von dieser Geschichte, da sie mir optisch sehr gut gefällt und auch sehr stabil erscheint. Ich werde nun die letzten Waben zuschneiden und ebenfalls hier am Hang aufbringen und anschließend mit Kies bedecken. Nun, zwei Tage später, habe ich insgesamt eine weitere Tonne an Granitkies verarbeitet. Durch die Waben unter dem Kies ist das Ganze nun gegen das Abrutschen bei schweren Wetterlagen geschützt. Heute werde ich das Unkrautschutzvlies erweitern hier auf der rechten Seite und dort ebenfalls den Granitkies ausbringen, um das Ganze optisch zu meiner Einfahrt hin abzuschließen. Es ist geschafft. Auch die rechte Hälfte dieses Hochhanges, dieses Beetes, ist nun durch das Vlies und den Kies geschützt. An einigen Stellen habe ich das Unkrautschutzvlies etwas überstehen lassen. Der gesamte Bereich hier direkt hinter diesem Gabion-Steinkorb wird sich noch etwas setzen. Nach dem ersten Winter werde ich die Überstände dann mit einem Cuttermesser einfach abschneiden. Genauso verfahre ich bei diesen Waben. Diese stehen teilweise auch noch über. Auch diese werde ich erst aufschneiden bzw. abschneiden, wenn der Hang sich endgültig gesetzt hat. Dieser ehemalige, verwilderte und bei Regen und Unwettern auch ständig abrutschende Hang wurde durch mich nun gesichert. Durch eine Gabionmauer am unteren Bereich wurde die Erde aufgehalten bzw. stabilisiert und die Pflanzen erhalten das kostbare Nass, wenn es nicht regnet, zukünftig über eine Bewässerungsanlage, die ich bei dieser Gelegenheit gleich mit installiert habe. Nach dem kommenden Winter, wenn sich der Hang bzw. die Erde endgültig abgesetzt haben, werde ich die restlichen Feinarbeiten vornehmen und beispielsweise die schwarzen Ränder des Vlieses abschneiden. Das Zusammenspiel aus Pflanzen und Kies hier an diesem kleinen Hang bietet aus meiner Sicht die optimale Kombination, diesen gesamten Bereich pflegeleicht zu halten und dennoch Tier und Umwelt als auch Benutzern, Besuchern ein ansehnliches Umfeld zu bieten. Nun kann ich mich um meine anderen Baustellen kümmern, denn hier bin ich fertig. Wenn ihr wissen wollt, welche Projekte nun auf der Agenda stehen, an welchen Projekten ich zukünftig weiterarbeite, abonniert meinen Kanal, drückt die Bimmel und ihr verpasst keines der zukünftigen Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.